Herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier in Thüringen. Ich werde jetzt beim Düngerstreuer zum Feld Nummer 5 fahren und dort den Dünger ausladen. Jetzt das Feld dann kalken. Überlader mit Kalkplatz da. Und was machst du? Ja, ich schaue, dass ich heute die Million mache. Ja, da kommt der Düngerstreuer. Ich werde etwas Holz verkaufen und nebenbei Düngemissionen ausführen. Schön. Ja. Und mir das Geld überweisen. Genau. Das klappt schon mal, das weiß ich genau. Ist das du selber vor mir oder ist das so ein Auto, drei Fahrer? Das fahre ich selber, ja. Früher hat es immer angezeigt, da hat es über den Traktor einen Namen angezeigt, jetzt sagt nichts mehr. Ach so? Keine Ahnung, hab nichts verstanden. Vielleicht kann man das einstellen, dann mal, naja, das stimmt alles. Oder habe ich es irgendwo deaktiviert, das kann auch sein, aber wenn ohne Absicht. Das kann man, glaube ich. Da kann man es nicht sehen. Na. Keine Ahnung. Ist ja nicht so schlimm. Naja, sind ja alleine, ne? Von daher nicht ganz so tragisch. Das kannst du sein. Oder ich? Ich weiß im Prinzip nur nicht, ob es das du selber bist oder ob es ein Auto drei Fahrer ist, ne? Naja. Also wenn er stehen bleibt, ist auch drei Fahrer. Und wenn er fährt, dann bin ich. So. Oder war der Timer für letzte Folge, jetzt haben wir. So. Ah, macht nichts. Das ist ja nur eine Erinnerung, falls es mal. Oh, kalt, kalt. Jetzt müsste ich mir aber hier. Ah, das kann ich kurz selber. Oder? Ja, ja, das kann ich selber, das ist ein bisschen Cheat. Aber die Ballen müssen auch rein, also das Crossplay fahren. Dann kommt irgendwann die Meldung, dass ich mal. Ist schlecht. Ist ja mit Fruchtzerstörung. Das ist ganz schlecht. Weil der Trottel ist ja näher voll, leer und ich muss quer durch den Feld wieder rausfahren. Ja, das geht nicht. Da muss ich mir einen anderen holen. Wie lange braucht der noch? So. Muss mal PKW wegfahren. Steht mir im Weg. So. Und der hat nämlich Pflegebereifung. Aber Traktor auch nicht. Aber Düngen nicht ganz so tragisch, solange Kursplay fährt. Bleib fertig. Jo. Warten wir es ab. Beziehungsweise zum LKW gehen. Das Holz verkaufen. Dann können wir gleich
das Holz, die Silage bald einsammelt. Fällt auch noch Grasballen sein, also die Silage wird noch keine sein. Ja, ohne Pflegereifung ist schlecht. Bei den eigenen fehlt er schon, ja. Ja. Mit dicken, breiten Reifen ist gleich viel im Arsch, ne? Und wenn du jetzt dreimal rüberfahren musst, hier wegen Abladen oder Aufladen, ja, ist schlecht. Ne, Müller nicht. Sägewerk. Kühe wollte ich noch machen, Mensch, ohne 15 nicht laufen. 5. 5. Ja, ich muss jetzt die Kühe erst machen, sonst meckert die. Die müssen gefüttert werden, die müssen sauber gemacht werden. Und dann bin ich noch krank. Holzhänger können wir beim Wald lassen. Oha, wie viel noch Holz rum? Ist der andere fertig? Ah, jetzt zeige ich die wieder. Jetzt zeigt es meinen Namen wieder. Ja. Vielleicht warst du weit weg, kann auch sein. Oder? Ja, ich glaube, das war der Flugmodus, weil mit dem kann man das Hard auch ausblenden. Ah, okay. Und da kannst du mit O dann das Hard ausblenden und O ist ja für ein Autoload der Seitenwechsel auch, ne? Ja. Und jetzt habe ich das wieder rausgemacht und jetzt ziehe ich den Namen auch wieder. Aha. Ja, da müsste ich mal ganz kurz eine Werkstatt bauen und den Traktor auf Pflegereifen umsetzen, umändern. Und jetzt haben wir das gleiche Problem. Oh, jetzt ist die Million überschritten. Ich habe auch eine halbe. Aber auch viel Schulden. Aber später zur Ernte daher. Oder mit einem Strohhalm. Dann geht es wieder schnell mit. Ja. Das Geld ist ja in Felder investiert. Dann habe ich nachher Gerste und Weizen zum Verkaufen. Und Stroh für die Kühe. Dann kann ich endlich den goldenen Mist rausholen.
Strohballen kaum, das schaffe ich jetzt gar nicht. Das braune Gold ernten. Genau. So, bauen wir jetzt hier vorne eine Werkstatt hin. Diverses. Da ist das nicht. Tankstelle. Silos, Farmhaus, Tierhaltung. Muss da sein. Werkstatt. Bioheizwerk haben wir auch noch. So. Dann machen wir gleich eine Werkstatt hin. Und eine Kirche. Zum Waschen. Traktor nämlich gleich. Oh, reparieren, Traktor 30%. Und das Gewicht, Düngersteuer. Können wir gleich reparieren. Und gleich Pflegebereifung. Wir wollen noch reparieren, den Hänger noch, den Düngerstreuer und Gewicht. Machen wir Aufbau, ne? Aha. Ja, beim Nachbarn liegt da noch Holz. Ja, muss ich gleich holen. Machen wir mit Dünger gleich hin zum Feld, weil da müssen wir eh nicht düngen. Im Nachhinein aber erstmal kalken. Das heißt, ganz kurz den Dünger ausladen und dann, nachdem wir gekalkt haben, gleich nochmal düngen. Sind um Feld 60 fertig. Und dann können wir Holz, ja, erstmal Holz, ja, rausziehen, ne, aus dem Wald. Ein paar Stumpen noch fräsen. Ach, die Ballen liegen auch noch rum. Mensch, Junge. So viel Arbeit. Kühe wollen wir machen. Dann kann ich den Fett gleich, oder wilde Raser da vorne. Hier ein LKW da vorne. Und mein Holz. Naja, genau. Ja. Bei mir da schaut ein bisschen Holz, also ein bisschen schlecht geladen habe. Oh, manchmal Spieß. Wenn das die Polizei sieht. Oh je, oh je. Manchmal Spieß ist ein bisschen auf der Straße. Da muss ich aufpassen. Oi, 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 oi.
Aber die Polizei ist ja beschäftigt mit Corona, da ist keine Probleme. Ja, zum Glück. Zum Glück. In Sachsen ist nur Maskenpflicht in jedem Bus, in jedem Scheiß. Da freuen sich die Maskenverkäufer nachher. Ja, irgendwer profitiert immer, gell? Ja. Der Bill Gates musste ja mit seiner Kampagne Indien verlassen, weil er hat ja da Kinder impfen lassen und da sind zu viele verreckt und gab's Ärger. Ja, der glaubt, bei den armen Kindern kann man es machen. Ja, Gauner. Dann hat es zum Glück doch nicht funktioniert, ne? Naja, das war deine Regierung aus dem Bund, weil da droht ja, wenn man meist auch ein kleiner Volksaufstand, ne? Oder so wie sie in Kenia zum Beispiel, da haben sie eine Impfkampagne gemacht. Gegen Tetanus. Haben aber den Impfstoff immer unter Verschluss gehalten, dass keiner rankam. Und sogar die leeren Ampullen haben sie bewacht. Und das kam noch den einigen Spanisch vor, also komisch. Und bei der zweiten Kampagne haben sie 6 Ampullen geklaut. Haben untersuchen lassen. Was haben sie rausgefunden? Der hat auch noch einen Hormon. Die Frauen bekamen Hormone gespritzt und wurden dadurch steril. Ich meine, so kannst du die Geburtenkontrolle auch machen, ne? So, liebe Zuschauer, das soll es dann auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Tja, vielleicht sehen wir uns morgen zur nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.